Und ein recht herzliches Willkommen beim Carl Zeiss Jena und dem neuen Ligabetrieb. Ja, in dieser Folge werden wir den Ligabetrieb starten, denn bis jetzt waren es nur Freundschaftsspiele, denn hier kommt das erste Ligaspiel. So, Berger gibt Angebot ab, Angebot unterbreitet, das ist schön. So, Training. Okay, Training ist bis dato ausgebucht, das ist gut. Okay. Posteingang haben wir nichts, dann können wir weitermachen. Einen Moment, haben wir da, Mannschaft, mal gucken. Ja, da haben wir doch vier neue Ratschläge, mein Junge. So, ich empfehle, dass wir die bestehende Spiel gegen Karlsruhe mit einem kontrollierten Grundausrichtung spielen. Aufgabe anpassen. So, kontrolliert. Beton anrühren. Autoaufstellung erst einmal. Dann, ziemlich breit, variable Flanken, Tempo etwas geringer. Okay, dann, wollen wir mal gucken, was wir noch machen. Kenntnisse, warte mal, geringe Kenntnisse, Kenntnisse über den Verein, geringe Kenntnisse. Gute Kenntnisse. Ich würde empfehlen, dass wir die Arbeit, warte mal, die Angreiferaufgabe in dem Bereich 3 bis 4 anheben. Da dies bei vorgegebener Grundausrichtung kontrolliert, die passendste Einstellung wäre. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Grundausrichtung kontrolliert. Warte mal, angreifen, Aufgaben im Bereich 3 bis 4 anheben, anpassen. 3 bis 4. Lange Abschläge. Art des Spielaufbaus. Lange Abschläge. Gegner im Ballbesitz. Pressing. Gehen wir hoch. Verteidigung. Mach mal eng. So. Hohe Presslinie. Anweisung hinzufügen. Okay. Dann sind wir damit erledigt. Und Training. Haben wir da noch was? Nein. So, fortfahren. Dann haben wir das auch. Borussia U19 hat 3-0 gewonnen. So, dann, Jena macht Angebot zu Charlie Ruck. Ja. Medizinische Abteilung, mal gucken, was wir da noch haben. Oh, oh, die Belastung ist zu hoch. Ich denke, die aktuelle Gesamttrainingsbelastung führt wohl nicht zu einem erhöhten Verletzungsrisiko bei Julian. Der Hauptrisiko sind derzeit Erschöpfung durch das letzte Spiel und der volle Spielplan. Wir sollten uns überlegen, den Spielern ein paar Tage freizugeben. Ja, das können wir danach machen. Weil wir müssen ja ein bisschen trainieren. Mir egal. Erste Mal. Wenn ich Erfolge sehe in den ersten paar Spieltagen, dann können wir das darüber sagen. Okay, einsatzbereit, Erschöpfung, verletzt. 4 Verletzte, Reha, Training, erschöpft. Wow. Fitness der Mannschaft, Trainingszustand, glücklich, zufrieden. Naja, gut, okay.
Also Training haben wir da ein bisschen viel gemacht. So, Jena, Zusammenfassung der Taktikratschläge für das anstehende Spiel. 5 bis 6 unterstützen Aufgabe bei kontrolliert anpassen. Weniger Unterstützungsaufgaben. So, ich würde empfehlen, dass Sie mehr als 5 bis 6 Unterstützeraufgaben nutzen, da sie dabei der vorgegebenen Grundausstattung kontrolliert die anpassende Einstellung der Aufgaben einpassen. Derzeit bei Taktik eingestellt. Der ist verletzt. Gut, okay. Nee. Unterstützungsaufgaben. So, Negativpunkt. Gegentor durch Weitschüsse. Torwart einen kurzen Abspiel hindern. Genau. Das machen wir. Abseitsfalle anwenden. Weit kurz abspielen. So. Übersicht. Gegnerische Anweisung, Analyse. So, positiv. Gegentore durch Weitschüsse. Ja. So, gegnerische Tore durch Schüsse im Strafraum. 6 von 24 Schüssen innerhalb unseres Strafraums endeten mit Gegentoren. Gegnerische Tore durch Schüsse im Strafraum. Okay. Flexibilität dynamisch. Seltener, warte mal. Tempo, Standard. Verteidiger austribbeln. Kreativ spielen. Variable Flanken. Angriffsdrittel. Ja, da lassen wir das, oder? Schießen bei freier Bahn. So, was haben wir denn hier? Spiel über links. Geordneter Spielaufbau aus der Defensive. Okay. Dann gehen wir hier drüber, hier drüber. Okay. So, Umschaltspiel. Was über gegnerische Verteidigung? Okay. Lange Abschläge. So. Ich würde empfehlen, dass Sie unsere angreifen Aufgaben im Bereich 3 bis 4 anheben, da diese bei vorgegebenen Ausrichtungen kontrolliert Aufgabe anpassen.
3 bis 4. Hä? Kontrolliert. Teil der Grundausrichtung. Kollidiert. Achso. Achso, okay. Ja. Mehr in die Zweikämpfe gehen, das ist richtig. So, analysieren. Schwacher Einfluss. So, gegnerische Vorstöße ins letzte Drittel zentral. Linker Flügel. Aha. 2 von 14 Schüssen von außerhalb unseres Strafraums endeten mit Gegentüren. Tor. Tja. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich da jetzt machen soll. Das ist echt gerade ein bisschen tricky. Angreifen, Aufgaben im Bereich von 3 bis 4 anheben. Aufgabenbereich. Grundausrichtung kontrolliert anpassen. Matchplan. Ach, ich komme da. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was die Matchpläne sind. Denn ich habe da gar keinen Plan davon. Okay. So, ich will erst mal gucken, wie das läuft dann. So, okay. So, Vogel debütiert als Trainer. Roberto Vogel gibt am Samstag im Ernst-Appel-Sportfeld sein Trainerdebüt im Duell von Jena gegen Karlsruhe SC. Vogel wird zweifellos sein erstes Spiel als Trainer genießen und würde natürlich gerne mit einem Sieg starten. Das wollen wir alle, genau. So, viele Zuschauer erwartet vor dem Karlsruhe-Spiel. Carl Zeiss Jena Drittliga-Duell gegen Karlsruhe SC im Ernst-Appel-Sportfeld wird gut besucht sein, wenngleich es wahrscheinlich nicht ausverkauft sein wird. Es wird erwartet, dass ungefähr 6600 Tickets für das Duell in der dritten Liga am Samstag verkaufen kann. Karlsruhe wird von einer ordentlichen Anzahl mitgereister Fans unterstützt. Ungefähr 1200 Auswärtsfans werden im 10.445 Zuschauer fassenden Stadion erwartet. Also 6.000 und 1.200 macht 7.8. So. Das ist, ja, okay. Alles klar, das sagt vielleicht alles. Oh, oh. Jena geht trotz des Heimvorteils als Außenseiter in das Spiel gegen Karlsruhe. Wie Wüthbaldsohn berichtet. Der Trainer Roberto Vogel kam am Juni 18 zum Carl Zeiss Jena und ist dort mittlerweile 6 Wochen tätig. Der derzeit Trainer Alius Schwarz kam im August 2017 zum Karlsruher SC und ist dort mittlerweile 11 Monate tätig. Team News. Jena muss auf Sören Eismann Sportleiste, Justin Gerlach, Muskelbündel Faseres in der Wade, Michael Schüler, Zerrung der
Oberschenkel, Vorderseite, Julian Güntel Schmidt, Bänderdehnung im Knie verzichten. Thorsten Schulz steht ebenso nicht zur Auswahl zur Verfügung. Karlsruhe geht wohl eher kein Risiko bei Demin Rosbach ein, der sich von einer Bänderdehnung im Knie erholt. Na, ja, das wird ja lustig, das Spiel. So, Auto aufstellen. Dann gehen wir mal weiter. So, das wird ein bisschen problematisch. Ich denke mal, wir haben da maximalen Schlegel verletzt. Ach, der ist auch noch verletzt. Jetzt kommt die. Ach, Männer. So, Ratschlag. Was haben wir denn für Ratschlag? So. Kontrolliert. Wir gehen mal vorsichtig in das Spiel. Weiter. Ich würde empfehlen, dass unsere Angreiferaufgaben Ausrichtung kontrolliert. Ja, okay. Das weiß ich noch nicht. So, wir gehen mal defensiv ins Spiel. Das heißt, Jena macht Angebot. Ja, okay. Also, Schläger verletzt sich im Training. Jena trifft auf Karlsruhe. Viele Zuschauer warten im Karlsruhe-Spiel. Ja, schön. So. Ich übergebe es dem Trainer. An alle, ich will viele Flanken sehen und ich will, dass sie früh kommen. An alle, tut euch keinen Zwang an, aufs Tor zu schießen. Das wird eines dieser Spiele. Einen Moment, Taktik nochmal gucken. Wir gucken nochmal die Taktik-Briefing. Was hat denn der jetzt umgestellt eigentlich? Im Ballbesitz, was haben wir denn da? Ah, okay. Der hat das gemacht hier. Schießen bei freier Bahn habe ich ja gemacht. Oder, keine Ahnung. So, Standard, das, okay. Die Autoaufstellung. Was? Ach, wir sind schon da. Was haben wir schon den Tag? Haben wir wirklich schon den Tag? Siebenundzwanzigster, achtzehn. Freitag, 19 Uhr. Okay, alles klar. Ach nee, das ist ja hier. Shit. Kalendario wollte ich. Was haben wir? Was haben wir denn? Hä? Team News. Well. Nächste Partie. Versprechen, aufsteigen. Ja, okay, alles klar. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir aufsteigen. So. Ach ja.
Oh. Meppen gegen Halle. Also Leute, das werden wir uns jetzt alle ganz genau angucken. 1-1, damit ist Halle und Meppen vorne. Okay. Den könnten wir loben. So, okay. Das wird jetzt, jetzt kriege ich langsam Flattern. Jetzt kriege ich langsam das große Flattern. Ich möchte mir das gar nicht antun. Wir können noch mal eine Autoaufstellung machen. Posteingang. Jetzt wird er noch mal speichern und dann geht's los. Ach so, übrigens, in meinem Shop könnt ihr Artikel kaufen, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Und wenn euch der Content gefällt, lasst bitte einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Würde ich mich riesig drüber freuen. Denn mit jedem Abo könnt ihr mein Herz erfreuen. Es geht los. Es geht los. Halle hält unentschieden. Hm, toll. Ich will auch mal hier die dritte Liga haben. So. Ei, ei, ei. Jetzt wird's richtig heftig. So, dritte Liga. Wettbewerb. Erste Runde erreichen. So, Überblick der Saison. Erwartung. Der Vorstand stellt klar, was er in dieser Saison von Ihnen erwartet. Eine oder mehrere dieser Aufgaben zu verpassen, könnte Ihre Position im Verein unhaltbar machen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Vorstand leider nur bedingte Gehalts- und Transferbudgets zur Verfügung stellen. Jo, alles klar. Liga. Wochenendvorschau. Das Topspiel, das am Wochenende in der dritten Liga. Warte mal, nee. Das Topspiel des Wochenendes in der dritten Liga ist das Duell Eintrachtstadion im Eintrachtstadion zwischen Vorjahresabsteiger Braunschweig und Liga-Neuling 1860 München. Außerdem empfängt Kaiserslautern im Franz-Walter-Stadion Wiesbaden in einem der vielversprechenden Duelle des Spieltags. Braunschweig, Wiesbaden und wir sind hier dabei. Da sind wir. So. Erinnerung. Oh, noch einmal. Erinnerung an Schulz Vertragsklausel. Da nun Thorsten Schulz letztes Vertragsjahr angebrochen ist, wird dieser automatisch um ein Jahr verlängert, wenn er mindestens 10 Ligaspiele zum Einsatz kommt. Achso, ja, stimmt ja. So. Okay. Dann wollen wir uns das Ganze beim nächsten Mal anschauen. Also, bis dahin. Und denkt dran, an die Glocke und das Abo. Danke, tschüss.